Hallo Leute, ja, wir sind hier im Hauptmenü, weil wir letztes Mal das Tutorial durchgespielt haben und wir werden jetzt eine neue Kolonie gründen, um uns bemühen, dass wir da weiterkommen, ne? Da würde ich sagen, nach dem Logo schauen wir da mal rein. So, Bruchlandung ist, denke ich mal, das, was wir nehmen. Verschollener Stamm, der reiche Entdecker, nackte Brutalität. Ne, ich bin also der. Nach einer Bruchlandung, die klassische Rimworld-Erfahrung will ich haben, das ist klar. Starte mit 800, das ist alles soweit okay. Benutzer definiert wäre da noch. Nö, wir machen einfach weiter. Und das, oh, jetzt hatten wir letztes Mal, glaube ich, die Dame hier sowieso genommen. Und das war Abenteuergeschichte. Es gibt genug Spielraum für Wachstum und Wohlstand, aber es ist immer noch eine gefährliche Planet. Empfohlen, ja, genau, das wollen wir so machen. Na, die anderen waren ja jetzt nicht so meins, glaube ich, oder? Gibt es hier Unterschiede? Ich glaube nicht, ne? Würfe oder Tierangriffe, seine Entscheidungen beeinflussen die Geschichte deiner Kolonie. Du brauchst diese Einstellung jederzeit ändern. Das hat sich da auch nicht geändert. Hier haben wir auch Abenteuergeschichte. Aber das ist dann diese Person. Ne, ich glaube, das war Anstieg hier, ne? Ja, klassisch ansteigt, genau das war das. Das wollten wir nehmen. Bitte wählen. Achso, hier unten muss ich auch noch was. Du kannst das Spiel jederzeit speichern lassen. Das muss ich machen, definitiv, weil wir aufnehmen. Gut, dann haben wir das. Seed. Haben wir da Ass Reiter gehabt. Planetare Abdeckung 30%, Niederschlag normal, Temperatur normal, Population normal. Was haben wir denn hier so schöne für Stämme? Da Piratenbande. Insektengenlinie. Warte mal. Da müssen wir jetzt noch was auswählen, ne? Zivile Außenweltlerverbund. In der Regel arbeiten sie mit einfachen Maschinen und verteidigen sich mit 90 Schießpulver. Zivile Umgangsformen. Hört sich erstmal gut an. Ich mach mal. Ja, das hat gut geklappt. Die müssen wir wieder haben, weil Insekten. Achso, also hier schmeißen wir. Die sind alle da und wir müssen sie rausschmeißen. So sieht's aus. Friedlicher Stamm, grimmiger Stamm. Wilder Stamm, Piratenbande. Nee, das lassen wir einfach so, fertig. Das lassen wir auch so, das passt alles. Der Seed ist Ass Reiter, wenn ihr das auch mal gründen wollt. Und los geht's, oder? So, da haben wir das. Unruhiges Entela Meer. So, jetzt müssten wir nur gucken. Da sieht schon ganz schlecht aus. Kann ich die Welt bewegen? Ach so, mit WASD. Okay. Vielleicht sollten wir tropischen Regenwald nehmen. Nee, das ist schlecht. So, mehr gemäßigter Wald. Gemäßigter Wald ist schon mal cool für uns. Was ist das hier für eine Siedlung? Die sind feindlich, okay. Die sind ganz böse wahrscheinlich. Und die da? Die sind neutral. Wo hätten wir denn hier so ganz viel? Insel wäre natürlich auch cool hier, ne? Gemäßigter Wald, eben Umgang, Unwegsamkeit 1, Durchschnittstemperatur 9,8 Grad, minus 8 bis 28 Grad. Okay, das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an hier. Aber Insel wäre natürlich die andere Geschichte, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht, ne, da nicht wegkommen. Und sonst so. Wo ist denn eine große Fläche, wo jetzt niemand so wäre? Hier so. Obwohl, da kommt keiner vorbei so schnell, oder? Gemäßigter Wald. Können wir hier ein bisschen wärmer werden? Minus 6 bis 30 Grad.
Ist hier unten was? Minus 3 Grad im Winter und im Sommer sind es 32 Grad. Und hier ist Wasser. Das ist ja alles verbunden. Und das ist ja erstmal ein größeres Stück. Ich glaube, ich würde das mal hier probieren wollen. Was ist das? Unpassierbar, okay. Bergig. Okay. Das ist wieder unpassierbar wahrscheinlich. Das heißt, kommen wir hier noch vorbei? Doch, da kommt man noch vorbei. Dann käme man auch in diese Ebene. Und was haben wir hier für ein borealer Nadelwald? Aber da oben wird es kalt. Hier unten wird es auch kalt, aber nicht so ganz so schlimm. Ich glaube, wir bleiben hier unten mal. Das ist doch mal eine Möglichkeit, oder? Was können wir hier mit Planet? Gelände. Kalkstein und Granit. Und was ist das hier? Ja, gemäßigter Wald. Wald ist doch gut. Wir nehmen das mal. Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Klicke darauf, den Planungsmodus zu aktivieren, mit dem du deine Reise planen und die Distanz zwischen den Wegpunkten berechnen kannst. Ja. Ich hoffe, wir können da auch ein Schiff bauen, weil da müssen wir hier mal rüberfahren oder sowas, ne? Machen wir weiter. So, wen haben wir denn jetzt hier so in unserer Liste? Gesundheit. Verwandtschaft, Ex-Mann haben wir dabei. Die ist für Tiere zu haben. Fernkampf. Und hier haben wir Konstruktion, Bergbau, Pflanzen, Tiere. Also die letzte Person erscheint mir schon mal sehr gut. Alter mit 20 ist auch gut. Eine Jägerin ist auch cool. Also sie ist definitiv schon mal bei uns. Ja, hier ist quälend und schmerzend. Diese Person ist jetzt nicht so meine Person, denke ich, weil. Was haben wir hier nochmal gehabt? Tiere. Zurückgelassen. Warte mal, die Jägerin kommt mal auf Platz 1, ne? Weil das ist definitiv Fakt, dass wir die mitnehmen. Ex-Geliebter. Dann Grillopulus. Das wäre der hier wahrscheinlich, ne? Den nehmen wir sowieso nicht, weil er Rückenschmerzen hat. Das ist schon schlimm genug. Medizin und Intellekt haben wir hier hoch. Also sie erscheint mir gerade schon mal besser wie die anderen, wenn, ne? Ihn hier hatten wir schon raus wegen den Rückenschmerzen. Und sie war auch schon raus wegen den Schmerzen. Das ist Nahkampf, Fernkampf und Tiere. Da haben wir schon die Miller, die glaube so ähnlich ist, ne? Gut, Velius wäre dann auch. Nahkampf, Handwerk. Der hat Handwerk natürlich mit seinem Schmied hier. Aber das hier ist eine Flottenforscherin auch gleichzeitig. Das hört sich so an, als ob wir die brauchen können. Also die sind wir ja schon mal, haben wir schon mal gesagt, ne? Das ist jetzt nur noch die Miller sozusagen, ne? Tiere hart arbeitend. Der Ex-Mann ist nicht dabei. Karis. Bergbau kochen. Ach, hier haben wir noch jemanden, der kochen kann. Da ist eine Bissnarbe auf linken Fuß. Zeige Informationen an. Eine Bisswunde. Ich weiß nicht, ob die sie noch entzünden kann oder sowas. Aber das wäre noch Tragschürferin, okay. Klosterkind. Gruselige Atmung. Verweigert Gewalt, Intellekt. Aber dann kämpft die nicht, das ist nicht gut, oder? Handwerker hatten wir hier, aber Weli war mit der Flotsche. Ne, das war Grill. Seefahrerin. Die brauchen wir, ne?
Die Seefahrerin ist richtig. Nervige Stimme. Komplexe Arbeit, Fürsorge, Sozial. Oh. Gezüchtete Soldatin, komplexe Arbeit. Achso, die sind hier alle raus. Die kann kämpfen, kann aber nur Tiere, kann Kunst, kann Intellekt. Ah, das ist auch kein Bringer für mich. Pili war mit Redrum? Nee. Ex-Mann. Ja, das ist auch so ein Ding mit Veli und Mila dann, ne? Wir können das natürlich auch tauschen, dass wir ihn mitnehmen und sie nicht, ne? Wie ist denn Veli so? Handwerker. Was ist das für ein Ding hier? Das ist ein Implantat. Die Hörfäden des Innenohrs umschließen. Ja, das ist ja erstmal. Sieht nicht toll aus, ist klar. Und das ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, oder? Der Handwerker, der ist natürlich gut, ne? Ich glaube, wir nehmen ihn auf jeden Fall eher mit wie Mila. So, jetzt haben wir noch Vertragsschürferin hier. Da ist die Bissnarbe, aber Klosterfan, Vertragsschürferin. Vielfraß, Grusel, ah, das hatten wir auch schon eben. Ach, das war wegen Gewalt schon ausgeschlossen, okay. Seefahrerin ist, weil zu wenig Nicht-Skills. Also ich glaube, wir haben unser Team schon gefunden dann. Ja. Zeige Informationen an. Okay, dann haben wir nochmal so eine Übersicht. Okay, passt schon und wir starten mit denen. Der Krach von Seelen bestehende Metall hält durch eure Ohren, als ihr zu dritt auf euren Kryptoschlaf erwacht. Trotz Explosion und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapsel zu erreichen und euch im All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf einem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffs ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. Jo, gut, okay. Da sind unsere Leute. Und wir machen mal gerade Pause vielleicht. So. Jetzt müssen wir Überlebensrationen erlauben. Jetzt müssen wir erstmal alles erlauben hier gerade. So dein Standard, ne? Was haben wir da? Schutzhose. Revolver, normal, erlauben. Medizin haben wir, erlauben. Schutzweste haben wir, erlauben. Nochmal Überlebensrationen. Und das ist nicht das, was ich wollte. Die Ration. Die auch erlauben. Silber haben wir auch, okay. Bauteil 30. Stahlschrott. Und Schutzhelm aus Plastal. Nummer 500 Silber. Ein Messer aus Plastal. So, jetzt haben wir das erstmal. Aber was wir als erstes machen. Ausrüsten müssen wir. Warte, wie war das noch? Sie soll das schon mal nehmen. Jetzt müsste man gerade gucken, was er kann, ne? Ne, Bio. Pflanzen und Tiere.
Medizin. Vielleicht besser sie hier, dieses. Und diese hier ist Konstruktion, Bergbau. Wer war denn hier Kampf? So, sie nimmt die Waffe. So, und was war die dritte Waffe? Schutzweste. Bewaffnet sich mit Revolver. Soll sich auch mit dem Dingens bewaffnen? Das ist der Stahlschrott. Wo ist denn hier auch noch eine Hose, oder? Stahlschrott, wo ist denn die Hose? Das? Schutzhose. Kleide ich mit Schutzhose. Das ist unser kompletter Kämpfer dann. Schutzhelm aus Plastahl. Warte, das bedeutet auch das anziehen, bitte. Dann haben wir einen komplett ausgestatteten Schmied, der voll die Rüstung hat. Hier gibt es auf jeden Fall noch Holz. Das sind hoffentlich neutrale Tiere, die uns in Ruhe lassen, ne? Wildheit 25%. Das ist ein Lasttier. Okay, dann können wir die zähmen und dann... Dann ist das gut für uns, oder? Das sieht erstmal gut aus, denke ich. Also ein Lama wird uns nicht angreifen, aber hier das... Nashorn, das macht mir eher Sorgen. Körper, Schmerzen keine, okay. Fleischmenge ist natürlich bei denen dann richtig gut. Sieht man hier Wildheit 90%, okay. Jahre ist ihr Lebenszeit. Zeit. Also die essen ja keine Menschen, also sollte das eigentlich mindestens, aber die Fan, die sich bedroht fühlen, ne? Tierpfleger 30. Okay, Rache bei Verletzung, Rechte 30. Okay, alles klar. Ich glaube, da kommen wir erstmal mit klar. So, was haben wir denn hier? Da haben wir eine Ruine. Aber die bringt uns jetzt nicht wirklich was, ne? Außer, dass da zwei Tische und sowas vielleicht drin stehen. Und was ist das hier? Lange Stelen aus Granit und das ist wahrscheinlich auch sowas. Naja, also das bringt mir jetzt nichts. Das hier sind Geysire, ja. Gibt es hier sonst noch was? Hier ist ein Häuschen noch. Große Stele aus Granit ist das, okay. Da gibt es auch noch einen Tisch, naja. Tisch, ja. Ich glaube, wir gehen hier hin und schauen zu, dass wir das hier hinkriegen. Hier sind auch noch mal Rationen, ja, tatsächlich. Und dann macht die mal gerade auch frei. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal zu, dass wir hier erstmal reinkommen. Und was bauen. Hier sieht es jetzt auch nicht so aus, dass das irgendwo was ist. Hier sieht es nach was anderem aus. Tiefes Wasser, da ist ein Wasserloch, okay. Das wäre jetzt auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, wir fangen hier an, was zu bauen, oder? Das wird unsere Heimat werden. Gut, dann habt ihr das jetzt mitgekriegt, was ich gesagt habe, ja. Und wir werden jetzt schauen, dass wir dann... ja, das brauchen wir noch nicht. Lass uns mal eine Zone machen. Eine Lagerzone, die hier so ist. Und ja, Warnmeldung. Ach so, Betten benötigt. Ja, das müssen wir auch machen. Kommen wir denn da? Ne, das war falsch. So, die bringen jetzt auf jeden Fall schon die Sachen hin, die wir haben, oder? Ja, das sieht schon mal gut aus. Was war das? Schutzweste, sollte die nicht einer anziehen? Ich glaube, die sollte einer anziehen, oder?
Okay, die Rationen werden da auch hingebracht. Was sind das hier? Steine? Granitbrocken, okay. Ja. Möbel. Aber dafür müssen wir erstmal eine Dingens bauen, sag schon. Eine abreißen. Kann ich hier was abreißen? Nee, das ist nicht abreißen. Aber wisst ihr was? Wir sind schon lange fortgeschritten. Wir sind jetzt hier schon mal auf jeden Fall unterwegs mit Sachen rübertragen von unserer Landestation. Sind hier ein bisschen geschützt von der einen Seite. Wir müssen gucken, dass wir hier was hinbauen. Maschinenreste sind da dran. Okay, das hört sich nicht so gut an. Kann man da nicht reinbauen, oder? Und da sind Stahlreste. Okay, müssen wir schauen. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.